Franziska Jaser, kommt von der TSG Tannhausen. Großes Talent, spielt auf der Innenverteidigerposition, ist jetzt gerade mal 17 Jahre alt. Der Kontakt bestand schon länger, also seit der U17 immer wieder mal, aber ich wollte noch bei den Jungs bleiben bis zum Ende. Und ja, jetzt ist die Zeit vorbei bei den Jungs, jetzt kommt eine neue Aufgabe und da freue ich mich auf die nächste Saison. Sie hat sich jetzt zu diesem Schritt entschlossen und ist für uns, für Bayern München, eine tolle Sache. Sie wird ganz sicher einige Zeit brauchen, um erst einmal die Verletzung wegzustecken und zum anderen eben auch sich auf dem hohen Niveau Frauen-Bundesliga da richtig anzupassen, um dann eben auch, und das ist die Hoffnung, sich so weit zu bringen, dass sie in der ersten Mannschaft Fuß fasst. Na, ich hoffe einfach, dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann, athletischer werden kann und einfach mal reinschnuppern kann in die Mannschaft. Sie hat jetzt viele Jahre bei den Jungs gespielt, ist da sicherlich sehr gefordert worden, auch körperlich, auch von der Athletik her. Bei den Jungs ist das Spiel meistens ein bisschen körperlicher noch und vor allem auch einen Tick schneller. Das hat ihr sicherlich gut getan. Wobei man muss auch dazu sagen, sie hat ja in den U-Mannschaften, hat sie ja schon auch international mit der deutschen Nationalmannschaft schon einige Vergleiche mit gleichaltrigen Mädchen gehabt. Also das ist sie schon auch gewohnt. Aber es stimmt, es ist wirklich auch nochmal ein Unterschied dann, auch von den Jungs raus zu den Frauen. Frauen-Bundesliga ist schon sehr anspruchsvoll, in jeglicher Hinsicht, taktisch, technisch, aber auch athletisch mittlerweile ist da sehr, sehr zugelegt worden. Und ich bin gespannt, wie sie das machen wird, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie sich da reinfinden wird. Ich wurde im Dezember am Kreuzband operiert und ja, wir sind jetzt so kurz vorm Passspiel wieder und langsam ins Mannschaftstraining vielleicht einsteigen. Erstmal möchte ich eine gute Reha jetzt absolvieren und Schritt für Schritt wieder am Platz kommen. Ja, wir freuen uns sehr über diese Verpflichtung. Franziska ist, wie gesagt, sehr talentiert und wir hoffen einfach, dass sie jetzt so schnell wie möglich wieder fit wird, dass wir sie wieder ins Training mit reinpacken können, dass sie ihre neue Mannschaft kennenlernt. Und dann bin ich mir sicher, dass sie im Laufe der Zeit nach einem gewissen Anpassungsprozess auch wirklich hier gut reinfinden wird.